Ah, hier. Ah, Hilfe von Beteldun. Das ist im Anfangsgebiet. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Punkt hier, ne? Ah, neues Event. Scheiß auf neues Event. Wir haben ja schon alles gemacht. War das nicht das Event, was ich... war das nicht hier diese Mission, die heiße Mission, die ich nicht gecheckt habe, wo wir die Minotauren töten müssen? Und ich habe nicht gecheckt, wo die sind. Kann das sein? Ich erinnere mich noch voll daran, irgendwie. Wo ist denn jetzt hier? Ach, hier. Okay, alles klar. Ups. Traherne, schön euch zu sehen. Eins vorneweg. Es macht euch doch nichts aus, jemanden aus dem Gefängnis zu befreien, oder? Ich breche das Gesetz nur ungern. Aber unsere Lage ist verzweifelt. Der Legatminister wird uns vergeben müssen. Vergebung ist nicht gerade Minister Caudecos Stärke. Wir müssen schlau sein und wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen da reinkommen, aber der Eingang wird bewacht. Wenn jemand Alarm schlägt, ist die Sache gleich gelaufen. Bleibt an mir dran und verhaltet euch ruhig. Oh Gott, trickst die Torwache aus. Das ist schon... Es klingt schon so danach, dass das fehlschlagen wird bei mir. Ich werde einfach mal darauf zulaufen. Hey, halt, was ist euer Name? Was ist euer Name und eure Absicht? Wie ist euer Name und was ist eure Absicht? So muss es eher heißen. Wir sind eure Ablösung. Seid ihr bescheuert? Wir waren gerade mal 2 Stunden hier draußen. Stellt nicht diese Befehle... Stellt nicht die Befehle des Ministers in Frage. Hat euch der Minister angeheuert? Ich wollte nicht im Weg sein. Verschwindet von hier endlich, Mann. Ihr seid so behindert. Sag doch. Ich glaube, ich darf in diese Kreise nicht rein, oder? Schaut euch die Wachen an. Sie sind nervös, wachsam. Mehr als sonst. Das sind keine normalen Ministerialwachen. Der Minister weiß etwas. Wenn eine Wache uns entdeckt, ruft sie nach Verstärkung. Wir sollten ihnen ausweichen. Da müssen wir hin. Söldnerin. Was? Ach so. Ach so, die greifen uns auch einfach an. Den Arsch. Ach so, oh, Söldner sind die Wachen. Nur die haben nicht alle so blaue Kreise um sich herum. Das ist ja behindert. Aber warte. Hier spielt die Musik. Hier schlägt ja kein Alarm, wenn ich euch angreife. Wenn ich euch einfach töte, dann weiß das keiner. Ich brauche Hilfe. Scheiße. Wie kommt... Wie ist das im Teil... Oh, ich darf nicht in den Kreis drin stehen. Wie zum Teufel?
haben getan. Naja, es funktioniert auch mit Gewalt, also läuft. Tschüss. Kreis verschwinde. Na egal, ich laufe einfach durch. Na? Gut. Hat funktioniert. Daran ist schon voll auf böse. Bin angekommen. Das Schloss an dieser Tür weist 5 Buchstaben Schieber auf. Was könnte Minister Caudicus als Passwort verwenden? Demi? Die Tür bewegt sich kein Stück. Das Passwort ist falsch. Quater! Das Schloss bleibt verschlossen. Krone? Die wichtigste Sache für Caudicus, Krone? Gehorsam öffnet sich das Schloss. Geschafft, die Tür ist entriegelt. Ihr wollt Kingstreich befreien, hä? Ha, keine Chance. Ich brauche Hilfe! Okay. Das ist ein Andenken an mich. Das werde ich hinkriegen hier, ihn zu befreien. Ihr werdet mich nicht daran erinnern, ihr kleinen Penner. So einfach können wir ihn nicht besiegen. Rock. Easy. So, jetzt. Ich hab sie bezwungen, hallo. What? Wo kommst du denn her? Wieso backt der Hirn im Boden? Brauchen wahrscheinlich noch mehr, ne? Und dann muss ich jetzt nach oben. Ich spieße euren Kopf vor dem Ministerium. Oh ja, ich muss nach oben. Boah, irgendwas habe ich in der Nase. Das wird total nervt. Der Neos Nox. Sehr ausgefallener Name. Aber er wird fallen. Ich sage euch nicht, wo sie ist. Schlagt mich ruhig nochmal. Das kitzelt nur. Ruhig, Ben. Wir sind Freunde. Niemand will euch wehtun. Wir holen euch hier raus. Ihr? Ich kenne euch. Ihr seid von diesem Orden. Gut zu wissen, dass man mich nicht vergessen hat. Auf keinen Fall. Demi lässt euch übrigens grüßen. Kommt schon, gehen wir und danken ihr gemeinsam. Demi, tapferes, schlaues Mädchen. Konnte sie nicht hier lassen. Nicht an so einem Ort. Wo ist Tybalt? Er sollte hier sein. Sollte er. Wäre er auch, wenn er könnte. Jetzt kommt schon. Später bleibt genug Zeit für Fragen. Er ist schwer verwundet. Ben ist beeindruckend, aber so kann er nicht kämpfen. Wir werden für ihn kämpfen müssen. Geht voran und macht den Weg frei. Ich komme mit Ben nach.
Zum ersten Mal in meinem Leben ist mir nicht nach Kämpfen zumute. Hey, nein, ich will mit ihm hier sprechen. Ich möchte ja nicht undankbar klingen, aber könnt ihr vielleicht jetzt bitte verschwinden? Was? Ja, ich verschwinde. Oder wir verschwinden, ja, ne? Wir machen das schon. Wir regeln das. Gebt Alarm! Der östliche Wachposten ist durchbrochen. Es sind Ratten in der Stadt. Sie haben uns entdeckt. Die Wachen wurden wohl verdoppelt. Schleichen. Schritt für Schritt. In Deckung. So läuft das. Ich bleibe bei 10-Streich. Geht voran. Sagt Bescheid, wenn die Luft rein ist. Er stand voll im Kreis drin. Man sieht sich. No! Lasst mich auf sie los. Ich werde sie wegmetzeln. Oh, da kommt noch mehr. Oh, da kommt noch mehr. Mal hier. Na. Oh, das hat wehgetan. Ne, läuft nicht so wie geplant. Verschwert? Ich gebe dir Verschwert hier. Jo. Kam denn da noch an? Achso, der Hörn ist das. Wollen die auch noch mit gleich mitmachen? Genau, greif mal schön mein Tierchen an, nicht mich. Nein, nicht mich! So. Jetzt gehe ich mal kurz hier und dann mache ich mal kurz einen kleinen Cut. Bis gleich. So. Geht weiter. Alles läuft noch bei ihm. Rachsüchtig ist zu milde ausgedrückt. Kaudekus ist der Inbegriff der Rachsucht. Lalalala. Und dann hier lang. Keiner sieht mich. Die haben mich zumindest nicht gesehen. Die werden mich jetzt hier wahrscheinlich wieder sehen. Guten Tag. Ein Schwert. Mein Königreich für ein Schwert. Wenn ich ein Königreich hätte. Wohlgemerkt. Wohlgemerkt. Schnell raus, da kommt gleich noch eine Nixe. Nächster Drop. Und erfolgreich befreit. Das war nicht mein elegantester Abgang. Aber was soll's? Ich schulde euch beiden mein Leben. Ich tue alles für euch, was in meiner Macht steht. Hoffentlich meint ihr das ernst, Ben. Saitans Streitkräfte bedrohen Löwenstein. Die Klaueninsel wurde überrannt und Tybalt starb, um unser Leben zu retten.
Heiliges Kanonenrohr. Hätte nie gedacht, dass Tipps als Held stirbt. Aber ich mochte ihn. Ich fand ihn unterhaltsam. Wir brauchen euch und eure Söldner. Saitan ist auf die Orden vorbereitet, aber ihr seid ein Ass im Ärmel, das er nicht kennt. Ihr kennt meine Schwäche. Völlig unnötige Schmeicheleien. Lasst mich meine Wunden versorgen, dann sammle ich die Söldner. Wir werden dort sein. Danke, Ben. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Wir sehen uns an den Docks von Löwenstein. Lichtbringer, die Orianer haben sich eingegraben. Es wird äußerst schwer, die Clowninsel zu befreien. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Traherne. Habe ich nicht. Die Hoffnung wird uns führen. Deshalb sollten wir uns Weisheit vom blassen Baum erbitten. Wenn jemand weiß, wie man Saitan besiegt, dann ist es die Mutter. Trefft uns im Hain und dann sprechen wir vor der Schlacht mit ihr. Stimmt, die Weisheit des blassen Baumes, wo wir dann schon mal ein bisschen gespoilert werden, was uns im späteren Storyverlauf erwartet. Das kommt ja auch noch. Alles klar. Dann werden wir noch nicht gegen den Drachen einer Clowninsel kämpfen, denn es sieht mich danach aus, als müssten wir das natürlich noch machen. Der blasse Baum. Richtig. Das ist so dieser... Ja... Keine Ahnung, es ist einfach ein Baum. Und dazu müssen wir in das in die Stadt der Silvari. Da kann man die nämlich schon mal sehen. Aber ich werde die nicht komplett oder werde ich die anfangen, dann gleichzeitig die auch zu komplettieren? Ich weiß es nicht. Soll ich das machen? Weil wenn wir die nämlich gleich dann komplettieren, dann haben wir das auch schon mal hinter uns quasi und haben den hinter uns im Endeffekt Erfahrung. Mehr Erfahrung hätten wir dann quasi. Das wäre natürlich sehr profitabel, sage ich mal. Also wir müssen dann nämlich... Moment, hier unten hin. Das wäre dann hier, dieser Teleporter. Ja, also ich würde sagen, doch, ich denke mal, wir können dann auch gleich die, die Stadt dann der Silvari machen. Nein! Verzeiht, ich würde euch gern sprechen. Ich dich aber nicht. Der Hain. Eine sehr miese Stadt, weil viele Punkte dort einfach sehr fies versteckt sind. Aber gut. Ich werde schon mal ein paar, denke ich mal, bevor wir die Mission hier starten, uns schon mal holen. Zumindest hier so auf der Ebene. Hier ist zum Beispiel ein Aussichtspunkt. Da oben. Da muss man so mit Pilzen hochhüpfen. Wo geht's denn los? Hier unten geht's los. Gut. So. Und da haben wir schon mal den Punkt. Bitte kein, bitte nicht Gesinge, bitte nicht Gesinge. Gut. Denn ich glaube, ich hoffe mal, ich glaube, das kommt auch noch, wo gesungen wird, wo dieses Lied gesungen wird hier. Von Guild Wars 2. Und ich glaube, das ist lizenziert, aber so stark, dass ich wahrscheinlich dafür keine Lizenz bekommen werde. Und wenn ich das dann auf YouTube sage, dann wird wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung bekommen. Vielleicht. Aber vielleicht krieg ich's auch hin. Man weiß es nicht.
Ja, und das ist das einzige Lied, was bei Guild Wars wirklich lizenziert ist. Zumindest in Hinsicht von YouTube. Weil da gesungen wird. Das ist, glaube ich... Ja, das ist unten. Das können wir hier eben nicht machen. Alter, übelst lag hier mal gerade. Was ist denn jetzt hier los? Warum sind hier so viele Spieler? Das ist ja... Boah, lag das hier. Ich hole mir hier schon mal den nächsten. Alter, wie das rumlag geleckt. Wir sind stark im Dunkeln und das wisst ihr. Wir gehören beide dem Zyklus der Nacht an. Ich weiß, aber ich fürchte, wir werden nur schlafen. Das ist ja voll krass. So, können wir hier auf der Ebene noch was machen? Ja, hier. Warum nicht hier? Oh Mann. Schöne Aussicht, laggt wenig, ja. Und dann war doch hier irgendwo noch eine... noch ein Aussichtspunkt. Der angezeigt wird, als könnte man den hier machen. Kann ich ja nicht rein? Nee. Wo ist denn der? Oh, ich bin schon... Nein! Wir müssen fail. Ich weiß gar nicht, wie weit oben waren wir denn? Die Etage war das. Ich das hasse. Das war echt nicht so geil gemacht gerade. Da hätte ich aufpassen sollen. Ist da noch drin etwas? Ja. Aber es aktiviert sich nicht. So, hier aufpassen, nicht nochmal runterfallen. Da oben drauf. Wie kommt man da oben hin? Gewachsene Rüstungen sind auch viel schöner. Wahrscheinlich auch wieder hier so mit Pilzen oder so. Ja, das sieht auch sehr danach aus, als könnte man hier... Ja, guck mal, der backt sich da hoch. Ja, genau. Ey, erstmal rumcheaten, ne? Guck mal, der cheatet sich da einfach hoch. Aber ich kann es nicht. Oh, jetzt habe ich geschossen. Aber irgendwo muss man doch auf dieses Gebäude rauf. Hier ist auch noch eine Möglichkeit. Aber mit diesen ganzen Lags ist das echt ein bisschen schwierig zu steuern. Finde ich. Weil diese blöde Stadt überfüllt ist. Und Guild Wars 2, glaube ich, sogar ein sehr doofes Speicherproblem hat. Selbst in der 64-Bit-Version. Die ich ja nutze. Logischerweise, weil ich ein 64-Bit-System habe. Also warum sollte ich die nicht benutzen?
Gott, doppelte Musik. Na gut, haben wir hier noch irgendwas oberhalb, was wir machen könnten? Wir könnten hier die Sachen machen, aber die sind, glaube ich, auch eher im unteren Gebiet, ne? Ja, manche zumindest. Und die anderen sind ganz unten. Oh Gott, das wird noch hart werden, die ganzen Sachen zu finden. Aber ich sagte ja, ja guck mal, 34% haben wir sogar schon. Es sieht nicht nach viel aus, aber es ist trotzdem ziemlich complicated. So, wir machen hier mal trotzdem die... Nein! Moment! Es ist doch 55! Nee, das geht nicht! Abbrechen! Das machen wir noch nicht jetzt! Die Mission, nämlich die jetzt kommt, die ist auch nicht gerade kurz. Also der Missionsteil, der jetzt kommt, ist auch nicht gerade kurz. Das machen wir nicht jetzt! Nee. Kannst du knicken. Raus hier. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss, Moment. Ich muss hier irgendwie außerhalb kommen. Nee, also das geht nicht. Die Mission können wir nicht machen. Grüße, Mutter. Wir Nein! Halt. Habt Geduld. Ich habe euch beiden viel zu zeigen. Nee, nicht mit dem blassen Baum sprechen. Wir haben die Zeit nicht dafür. Oh, scheiße, wir kommen hier gar nicht raus. Ah, ich kann hier verlassen. Ich dachte schon, ich komme hier gar nicht mehr raus. Wenn ich jetzt die Mission machen würde, werden uns ganz viele Sachen gezeigt vom blassen Baum. So was so kommen wird oder was kommen kann, was wir verhindern können und so weiter und so fort. So eine Zukunftsvision, also so eine Vision. Und diese Vision, die wird uns nicht einfach nur gezeigt, sondern die spielen wir selber. Und wenn ich die dann spiele und mittendrin dann sage, jo, aber Aufnahmesession ist vorbei und dann machen wir die nochmal von vorne beim nächsten Mal, ist es ein bisschen kacke. Also machen wir die lieber gar nicht und machen sie beim nächsten Mal dann. Dann würde ich sagen, wenn ich echt die Zeit habe, könnte ich noch nein, in der Welt bleiben. Könnte ich noch vielleicht ach ne, damit kann man aber... Aber man kann doch auch nach oben, oder? Aber ne, dann fahren wir erstmal nach unten. Wo ist denn hier so ein Fahrstuhl nach unten? Habt ihr auf euren Reisen was Interessantes gesehen? Man kann doch auch nach unten fahren. Ja, oder nicht? Achso, wir waren schon ein bisschen mehr oberhalb. Können wir dann vielleicht... Hier oben ist aber noch irgendwas. Oh ja, Holbrack. Das gute alte Holbrack. Da ist auch noch was. Alter, diese Lags, ne? Das ist echt unglaublich. Das ist nicht schön. Haben wir hier noch was? Oh ja, hier hinten haben wir noch was. Ich weiß gar nicht, ob wir den Höhlen... Ich glaube, ich gehe mal in den Höhleneingang rein. Einfach, weil ich denke, dass wir da auch noch was haben werden. Oh, haben wir sogar wirklich. Okay, alles klar. Ja gut, dann werde ich nochmal, den einen Punkt da drüben holen. Und dann war's das auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann machen wir auch die Story-Mission erstmal. Und danach, wenn wir dann hier fertig sind, dann entdecken wir den Rest dieser Stadt hier.
die echt ein bisschen verwinkelt ist, dadurch, dass hier so viele Etagen sind. Aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir hin. Denn es ist machbar. Ja? Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, dann geht es weiter bei Guild Wars 2.